Hallo alle zusammen. Ich will gleich duschen gehen und dann habe ich mir gedacht, ich bereite das jetzt nämlich so schnell vor, ratzfatz, und in der Zeit kann ich ganz entspannt duschen gehen. Und zwar, die Nudeln habe ich mir jetzt einfach schon mal abgewogen, weil ich gucken wollte, welche Auflaufform ich nehme. Die Mengen und Zutaten stehen ja unter dem Video in der Infobox und der Ofen, der heizt jetzt auch schon mal vor auf 190 Grad Ober- und Unterhitze. So, zu den Nudeln kommen einmal Tomaten. Ich habe ja hier die Waage, also ich mache das jetzt nicht willkürlich, sondern habe da schon meine Mengen. Dann kommt der Spinat. Dann geben wir dazu etwas Frischkäse. Jetzt würze ich das mal mit Pfeffer, mit Salz, etwas Muskatnuss. Dann brauchen wir Gemüsebrühe und noch etwas Sahne. Und ich decke das Ganze jetzt... Ach nee, ich habe ja noch meinen Knoblauch vergessen, weil den habe ich schon vorbereitet. Der kommt doch noch mit dazu. Genau, ich decke das jetzt mit Alufolie ab. Und dann geht's ab in den Ofen. Nur ein kurzer Zwischenstand. Ich wollte jetzt selbst mal gucken, ob auch die Nudeln soweit abgedeckt sind. Deswegen habe ich jetzt einfach mal zwischen reingeguckt. Und deswegen wollte ich auf jeden Fall das nochmal filmen. Ich habe jetzt gemerkt, dass die Tomaten immer noch so ein bisschen rausgeguckt haben. Deswegen habe ich die jetzt nochmal halbiert. Das würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen, dass das einfach abgedeckt ist. Also am besten so eine Auflaufform nehmen, lieber, also dass es eher in die Höhe geht, dass halt auf jeden Fall die Nudeln und so abgedeckt sind. Das ist natürlich das Wichtigste. Und ja, jetzt geht's einfach weiter rein. Das war jetzt einfach nur so ein Check für mich selber. So, jetzt sind 45 Minuten rum. Jetzt kommt noch etwas Parmesankäse mit rein. Das mache ich jetzt gleich noch ein bisschen besser, einfach, dass wir alles schön vermischen. Dann richten wir auch schon an. Ja, und das ist jetzt unser Gericht unter der Rubrik günstig kochen. Ich will einfach probieren. Das ist genau meins. Tomaten sind jetzt richtig schön. Schmeckt mega lecker. Ich hatte nämlich heute so richtig, richtig Lust auf Spinat. Deswegen perfekt. Und ihr habt gesehen, ganz einfach, alles in die Form. Einfach nur gucken, dann könnt ihr es auch 45 Minuten ganz drin lassen, dass halt die Nudeln abgedeckt sind. Das ist halt wichtig. Oder ihr tut halt auch einmal in der Halbzeit das einfach mal ein bisschen vermengen. Ja, und dann kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!